glaube, er wird mich dann ja ein letztes Mal wecken. Er wird der Auserfrorene, Auserwählte sein. Das ist natürlich das, was ich als erstes lese. Und ich möchte einen Kuchen backen. Was geht? Ach so, weil ich rot und blaue Augen habe. Clever. Clever Girl. Okay, ja, und willkommen. Mein Name ist Andy Roy P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fire Emblem Engage. Ja, wir machen mal wieder weiter, ne? Ja, ich habe die letzten Wochen, ich glaube, wann habe ich das letzte Mal hier das Spiel gespielt? Vor, ich glaube, 2-3 Wochen, ne? Mindestens 3-4 Wochen, ich weiß es nicht. Und ja, keine Ahnung, gab mehrere Gründe, warum ich nicht gespielt hat. Erstens, ich bin mir ziemlich sicher, dass das letzte Kapitel ist, weil. Ja, wer hätte gleich sehen, ne? Ist ziemlich eindeutig. Und ja, ich wollte einfach noch nicht, dass wir fertig sind mit dem Spiel, ne? Ich kann mich noch nicht von dem Spiel trennen. Wir spielen jetzt hier, wie lange? Ein paar Monate, ne? Ein halbes Jahr ungefähr, dieses Spiel. Ich kann mich von den Charakteren einfach nicht trennen, ne? Deswegen habe ich irgendwie ein bisschen vorgeschoben, das Spiel hier weiter zu spielen, weil ich genau wusste, weil ich wusste schon vor ein paar Wochen, dass das hier das letzte Kapitel sein wird. Deswegen ja, war meine Motivation ein bisschen im Keller, das Spiel zu spielen, weil ich wusste, das wird das letzte Mal sein mit euch jedenfalls. Ich werde vielleicht noch versuchen, irgendwie, weiß nicht, auf den höchsten Schwierigkeitsgrad hier noch mal das Spiel zu spielen, aber ja, mal schauen. Zweitens, es war die ganze Zeit so warm, ne? Es war so unglaublich heiß draußen, ne? Ich hatte einfach, weil ich keinen Bock bei so einem Wetter hier die ganze Zeit aufzunehmen. Also ist das für eine Laufanimation, sehe ich das jetzt zum ersten Mal. Also ja, Wetter, ja, ein bisschen nervig zum Aufnehmen und ja, keine Ahnung. Aber es wird ja einfach nicht besser und wir müssen ja mal irgendwie fertig werden, deswegen ja. Außerdem wusste ich nicht, wie ich das hier machen soll mit so Supports und trainieren und so. Irgendwie wollte ich schon die Charaktere noch so irgendwie, weiß ich, auf ein Maximum Level bringen und so und weil nicht ein paar Supports farmen, damit wir hier vor dem finalen Kampf halt die Supports alle haben, weil die Sache mit Fire Emblem ist halt, es gibt halt kein Postgame, ne? Es gibt also kein Zeugs, das man nach dem finalen Boss noch machen kann, ne? In der Regel, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, wird in dem Spiel auch der Fall sein, ne? Also wir machen den finalen Boss platt und ja, dann ist vorbei, ne? Dann gibt es halt nichts mehr, da gibt es keinen optionalen Boss, da gibt es keine optionale Dungeon oder irgendwie so, die man auch machen können oder irgendwie so, ne? Von daher wäre irgendwie komisch gewesen, wenn wir dann irgendwie, weil nicht, erst den finalen Boss machen und dann irgendwie noch ein paar Supports, ne? Weil ich will auch, weil nicht, mit einigen Charakteren die Supports machen, ne? Weil die Sache ist die, ich habe natürlich mit meinem Hauptcharakter ja noch meine ganzen Geschenke hier so verballert, ne? Ich muss mal gucken. Ich glaube, Nell und Raphael sind die einzigen Charaktere, die einen A-Rang haben, ne? Der Grund dafür ist, weil ich die ganze Zeit hier immer auf kleinere Supports hier abgehen, ne? Ich wollte mit jedem Charakter irgendwie ja verkuppeln hier so ein bisschen, ne? Damit ich mit jedem hier so ein bisschen mal tapp, ne? Aber wie man es normalerweise machen sollte, ist, man sucht sich, weiß nicht, zwei Charaktere aus, zum Beispiel, keine Ahnung, Rosado und Marin, ne? Und am Ende des Spiels bekommt jeder Charakter immer so einen kleinen Ending-Screen, ne? Wo man immer so herausfindet, so, ja, hör mal, dat, nach dem Krieg ist das und das mit dem Charakter passiert, ne? Und einige Charaktere haben dann so, wenn zwei Charaktere einen A-Rang miteinander haben, dann haben die so ein spezielles Ending, so, oh, keine Ahnung, die beiden haben sich nach dem Krieg getroffen und haben irgendwie geheiratet oder gehen weiter auf Reisen oder haben einen eigenen Laden geöffnet oder irgendwie sowas, ne? Und da ich mit niemanden hier einen A-Rang habe, bis auf Nell und Rafael, werden wir wahrscheinlich nicht viele von diesen Dingern sehen, ne?
Was bedeutet, ja, ist ein bisschen doof, ne? Aber was soll man machen, ne? Deswegen habe ich mir erst so geplant, ja, ich könnte vielleicht so offscreen ein paar Kämpfe machen, ne? Damit ich vielleicht für einige Charaktere so ein A-Support hier vorbereiten kann, ne? Damit wir halt sehen, was mit dem passiert am Ende, ne? Aber ich wollte jetzt auch nicht irgendwie, weil nicht so ein paar Level ercheaten, indem ich irgendwie so random Kämpfe mache offscreen, ne? Ich wollte eigentlich so wenig random Kämpfe wie möglich machen oder gar keine. Ich habe auch gar keine gemacht, ne? Bis auf die Nebenquests. Ich habe nur die Nebenquests gemacht, ne? Und die DLCs, ne? Aber so neben so random Kämpfe zum Grinden habe ich gar nicht gemacht. Was ich mit mir so vereinbaren kann, ne? Und ja, mach mal halt so. Ich glaube, man kann den finalen Kampf sogar noch mal spielen, nachdem man den einmal gemacht hat. Irgendwie sowas habe ich, glaube ich, mir mal informiert. Und klar, da können wir dann ja noch mal machen, nachdem ich irgendwie alle Charaktere auf Level 20 gebracht habe und was weiß ich nicht alles, ne? Aber vorerst machen wir erstmal für heute unsere letzte Runde hier im Somniel, ne? Ich nehme mal den Ring hier, weil den müssen wir ja mal jemanden geben. Wegen irgendein spezielles Ending, keine Ahnung. Ich habe extra hier noch mal ein Save gemacht, ne? Den ich nicht anrühren werde und indem ich sozusagen zurückgehen kann, ne? Bevor ich den Ring verteilt habe, weil ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir einmal den Ring irgendwie verteilt haben, dann ja, geht halt nicht mehr, ne? Und ich weiß nicht, ob man dann irgendwie, weil ich ein spezielles Ende oder so freischaltet, bei Fire Emblem Three Houses war das zum Beispiel so, da müsstest du immer den finalen Kampf noch mal machen, um halt zu sehen, da hast du irgendwie, weil ich den Ring einen Charakter gegeben, hast das finale Ende gemacht, hast für den Charakter das Ending freigeschaltet, dann hast du noch mal geladen, hast für den Charakter noch mal, hast den anderen Charakter den Ring gegeben, hast dann mit dem das Ending gesehen. Ich weiß ja nicht, wie das hier abläuft, ne? So, erst einmal muss ich eine Sache hier nachschauen, ne? Sonst okay, sonst geht das hier nämlich alles den Bach runter. Wir gehen erst einmal zu, wir sind schon hier und suchen Vale. Aber ich möchte ihr den Ring geben, ne? Ist ja kein Heiratsring oder so, da ist ja irgendwie nur so ein, wir sind auf ewig miteinander verbunden, kein Ring, ne? Ja, deswegen machen wir das erstmal. Aber erstmal muss ich mir die A-Rang erreichen, sonst kann ich ihn gar nicht geben. Deswegen gucken wir uns mal deinen A-Rang, das A-Rang-Gespräch mit dir an. Ich bin mir ziemlich sicher, wir werden heute nicht mehr dazu kommen, irgendwie ein Kapitel zu spielen. Aber ich habe einige Supports vorbereitet. Also heute werden wir, glaube ich, noch nicht mehr irgendwie in den Kampf kommen oder so. So die Ruhe vor dem Sturm, so wie in der Tales of Serie, wenn man irgendwie diese Zweiergespräche immer vom finalen Kampf hat. Dieses Lied klingt irgendwie, als wäre irgendwie aus Final Fantasy 7 oder so. そう。ですよね。本当は3人で仲良くできたらなって思う。でもそれが無理なのも分かってる。それならせめてこれ以上悲しい思いをする人が増えないようにパパのことを止めなきゃいけない。うん。絶対に止めてみせる。これが私の パパへの気持ちよ。ありがとうございます。ベイル。私も同じ気持ちですよ。分かり合うことはもうできない。私も全力でソンブルを止めるつもりです。そのためにはあなたの助けが必要です。私とお兄ちゃん。みんなが絶対にできるわ。勝ちましょうね、ベイル。 Du schleichst dich von hinten an und ich schubse ihn um. So machen wir das, ne? So. Level 20. Ich habe übrigens keine Geschenke mehr. Deswegen habe ich irgendwie, weil ich alle Charaktere so
die ich im Endkampf habe, versucht hier zu leveln, so supportmäßig. Und ja, ich gebe jetzt ihr den Paktring, ne? So, Paktring überreichen. Und da kommt schon direkt eine Szene. Möchte mir was geben? きれいな石ですね。透き通った青色です。私のために探してくれたんですか？え？千年前にもらった隕石のお返しをしたくて、また二人が離れ離れになっても再会できるようにって願いを込めてるんだよ。私たちは本当に考えが似ていますね。どういうこと？ベル、私からもあなたに受け取ってほしいものがあるんです。 約束の指輪？兄弟として大切なパートナーとしてベールに持っていてほしいんです。でもインターコムでさ、ファイアムレムテーマ相手はあなた以外に想像できません。ダメだよ、これは神竜の特別なものだもん。ルミエルの命を奪った私にその資格はない。そんなことありません。 私がそう望んでいるんですから、それに母さんはきっとベールの私たちの幸せを願ってくれるはずです。絶対に分かったわ。ありがとう。指輪お受けします。流石の次はこの指輪が私の一番のお守りだね。 よかった。ずっと大切にしてくれていたと聞いていましたから、流石の代わりになるものをと考えていたんです。いえ、代わりになるだけではなく、私たちの新しい絆を象徴できればと。でもまさか私が渡す前にベイルから石をもらうとは思いませんでした。嬉しいな。私たち 本当にそっくりなんだね。さっきベイルはまた二人が離れ離れになってもと言いましたが、私はもうどこへも行きません。これからはずっとベイルと一緒です。この指輪と石があればもう絶対に離れ離れになんかならないわ。平和を願っていたルミエルのためにも絶対にこの戦を終わらせよう。ええ、頑張りましょう。 Alles klar. Arigato. Kore kara nanzen nen datte soba ni iru wa. Soshite kono yubiwa ni chikau. Tamo ni sekai o sukuu ryū to naru koto wo. Schön. Hat Stufe Ring erreicht. Okay. 21. Ich muss auf Kit und Kit auf. Sieh dir ein Ringgespräch an. Jetzt habe ich mit ihr noch mal irgendwie. Das ist dann sozusagen irgendwie so eine Art Checkmark. So, ja, hör mal, du hast jetzt hier, wenn ich ein spezielles Ende mit dir oder so freigeschaltet, ne? Ja, keine Ahnung, also. Ich mag Vale am liebsten von den ganzen Charakteren, ja. Irgendwie hier was freigeschaltet, ne? Ah, jetzt habe ich ja Bild freigeschaltet. Cool. Dann kann man aber nicht für jeden Charakter hier freischalten, ne? Außer man, es gibt ein New Game Plus oder so, ne? Ich dachte, jetzt sagt sie vielleicht irgendwas anderes. Ja, keine Ahnung. Ich weiß, man soll sich irgendwie so self-inserten, ja, yeah, mit dem Hauptcharakter, was für mich irgendwie unmöglich ist. Ich finde den Hauptcharakter voll uninteressant. Außerdem redet der, dann nimmt ein bisschen so die
die Immersion irgendwie, ja, dass ich sein soll, ne? Und keine, weil nicht keiner von den anderen Hauptcharakteren ist irgendwie, weil nicht, ja, Hauptcharakter, keiner von den anderen Ladies ist irgendwie, weil nicht für mich Waifu Material. Ich finde die alle in Ordnung, ich finde viele von denen in Ordnung, aber keine von den Ladies irgendwie spricht mich irgendwie so Waifu mäßig an, deswegen gebe ich da meine Schwester, ne? Ja, ich keine Ahnung, das einzige Mädchen unter den Ladies, die ich außer Vel auch am meisten mag, ist Anna, aber das wird schon wieder vollkommen andere Fragen aufbringen, wenn ich ihr einen Ring geben würde, ne? Wo ich mir ziemlich sicher bin, da wird irgendwie weinig. Wenn ich irgendwie anderen Mädchen irgendwie einen Ring gegeben hätte, dann wäre irgendwie so ein Anzeichen so für Heirat, ne? Oder irgendwie sowas, oder Romanze oder irgendwie sowas, ne? Bei Anna bin ich mir ziemlich sicher, hat das nicht der Fall gewesen sein wird dann, ne? Weil das, ich weiß, Japan tickt ein ganz klein wenig anders als der Westen, aber ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass die trotzdem nicht so weit gegangen wären, weil Anna ist irgendwie weil nicht 10 oder so. Von daher, ja, deswegen gebe ich dem Veil, ne? So, ich habe noch einige andere. Warte, ich mache ein paar Push-ups auf dir. Ja, wir gucken uns noch mal andere Supports an, ne? Dann gucken wir mal. おかしの包み。パリ。厨房を通りかかったら巻き込まれてな。菓子を作らないと解放しないと脅され。仕方なくだ。では、これはラファールの手作りお菓子。嬉しいです。バレンタインスタークしてもらう。あの、ここで食べてもいいですか?好きにしろ。ちなみに、一つは特別な味。 一つは平凡な味で作った。お前ならどちらから食べる?そうですね。特別も気になりますけど、まずは平凡からいただきましょうか。甘い。すごく甘いです。口の中で甘みが暴れて。 Stimmt, wir mögen scharfes Essen, ne? Irgendwie sieht mein Charakter von der Seite voll komisch aus. Sah irgendwie voll komisch gerade aus. Bin ich mir nur ein. Ich habe seit ein paar Wochen nicht mehr gespielt. Ich glaube, man merkt es, ne? お前の自由だぞ。そんなもったいないことはしません。いただきます。え?美味しい。こっちはすごく美味しいです。それどころか私の好きな味です。そうである。この我が特別にお前に合わせて極薄味で作ってやったのだ。なるほど。 だから特別な味だと。特と味わえ。こんなこと、もう二度とはないからな。日頃の感謝を伝えるのは。Du hast den Ring jemand anders gegeben. Das werde ich dir nie verzeihen. ごちそうさまでした。このお菓子にはラファールの思いが詰まっているんですね。ところで、一つ大きな問題があるんですが、聞いてもらえますか? どうした?お腹がいっぱいになってしまいました。これでは夕食が入りません。どうしましょう?ざまみ。せいぜい腹が減る。Was?Ich hab vergessen, dass ich Liegestütze mache. Ich weiß nicht, was das für eine Waffe ist. So, da fällt mir gerade ein. Kann Vel immer noch höher leveln? Nee, das Maximum. Ohne Gluti, das sieht aus wie eine Gitarre. Okay.
So, ja, ich bin mir ziemlich sicher. Könnte etwas kürzer Part sein. Dann sparen wir uns hier irgendwie. Das sollte irgendwie mehr dieser Willkommen zurück zu Fire Emblem Part sein heute, ne? Also werden wir wahrscheinlich erst im nächsten Part hier den Kampf, im finalen Kampf hier starten. Cutscene und so werden wir uns natürlich nur anschauen vor dem Kampf. Also ja, heute wird nicht mehr viel passieren, außer Gespräche. Aber ich tue ja immer irgendwie unterschätzen, wie kurz die Gespräche sind. Bei einem Free House würde ich jetzt hier 3 Stunden sitzen. Diese Anzahl von Support, die ich angehäuft habe. でも僕は侵入様に何もできていない。果たしてそれで友の資格などあるのだろうか。特別なことをしてもらわなくても十分アルフレッドには世話になっています。それにアルフレッドは私が目覚めてから初めてできた友達なんですよ。取り下げられてしまったら悲しいです。ワンダーフラムンドクラン Hört man gleich nur so mit so einem gebrochenen Herzen im Hintergrund. Das ist auch ironisch, keinen von denen habe ich in meinem finalen Team. Ja, vielleicht sind die echt nicht meine Freunde. Warum erinnert mich das an diese eine Szene von SpongeBob? Wo dieser Pirat irgendwie all seine Poster von SpongeBob irgendwie abgerissen hat. Stelle ich mir gerade Clan vor, wie der irgendwie alle seine Fanartikel von mir irgendwie aus seinem Zimmer abreißt. Alles klar. Okay. Er mag Sport zu treiben und Workout zu machen. Versteht ihr es? So, warum suche ich eigentlich die Leute hier alle auf? Ich kann auch einfach so machen. Gucken wir uns mal hier so noch ein paar Leute an. Wer hat noch mit irgendjemandem? Temera. Stimmt, die Leute können auch zwischendurch. Hat der Wolf nichts gemerkt? Er hat sich einfach so gedacht, so, boah, jetzt ist meine Chance. Okay. Ich glaube, da war nicht mal eine Minute, glaube ich. Okay, dann haben wir auch. Mach erstmal mit mir. Okay. Was geht? ずっと自分の力不足を感じているんです。私は本当はとても臆病で弱くて。ですまね、ヘスクレベル高いない。バイト。え、そう、マックスボレベル。どうしたのですか?いや。で、最大ステックサイナーズソフトレベル18。私は、もちろんです。悩むことが多くて、もう大変ですよ。何がおかしいのですか? いや、弱気なところもあるとして、新竜様に親しみが湧いてきた。今ですか?最初の方に見せたじゃないですか。異形兵に追いかけられて、必死の形相で逃げている私を。そうだったな。しかし、私は新竜様だったから、
不安を漏らすことができた。もし神龍様がいなければ、今でも厳しい顔で父上のことを考えていただろう。神龍様には感謝しているよ。それは私も同じです。こんなにも気持ちを素直に話せる相手がいるなんて、私たちは似ているのかもしれませんね。そうかもしれないな。Ich vermute, wir sind uns in vielem ähnlich. Okay. Ich spiele auf Genshin, ihr Offscreen, und da sind auch viele Rechtschreibfehler. Von daher, ich jetzt nicht erwarte, jetzt hier auch schon wieder einzusehen. Obwohl ich so langsam den Verdacht habe, dass die beiden Spiele zur ungefähr gleichen Zeit irgendwie so produziert worden sind, weil viele Synchronsprecher in beiden Spielen vorkommen, ne? Bale ist Ganyu, Alfred ist Graf, dann haben wir irgendwie, wer war noch, irgendjemand war noch hier, hier Gregory. Gregory war Dying Life, hier der Typ mit der Augenklappe. Und noch irgendjemanden, den ich jetzt vergessen habe. Naja, sind unglaublich viele Charaktere in beiden Spielen, die auch vorkommen. Mach mal Ivy und Alfred. Ivy, Ojo. Kimi to wa yonaka ni yoku au ne. Alfred, Oji. Anata wa mou nemutte iru jikan de wa? Kyou wa itsumo yori hayaku mezamete shimattan da. まだ早朝とも呼べない時間なのに。アイビー王女はここで何を？私はその眠れなくて。こんな明るいところにいたら余計眠れなくなってしまわないかい？いいの、今はここにいたいの。今晩は風が強い。風の音が獣の吠える声に聞こえたり、人の話し声に聞こえたりするんだ。いきなり何なの？アイビー王女、一人で寝ていて怖くなったんだろう。失礼なことを。Wie wär's, wenn ich euch Gesellschaft leiste? 僕も子供の頃、風の音で怖くなって。Wäre wie klasse, wenn er so mitten aus dem Nichts sagt, so voll out of character. 私は子供ではないわ。そんな時は楽しかったことを思い出すんだ。そうすれば。いつの間にか眠れるからね。それを母上に教わってからは怯えたまま朝を迎えることはなくなったよ。そろそろ戻るわ。夜更かしは健康に悪いし。あ、今度はよく眠れるといいね。ありがとう。なんですか。Ich dachte irgendwie, sie hatte gar keine Angst vor Geistern, oder habe ich das jetzt mit jemand anderen irgendwie verwechselt? Ich weiß nicht. Wanda, ich habe mit Wanda irgendwie. Alles klar, Alfred. Ich glaube, da war niemand anders mehr übrig, ne? Ich glaube, ich habe alles irgendwie so ausprobiert. Ich weiß halt nicht mehr. Schon ein paar Wochen näher. Als ich das Somniel-Zeug hier abgeschlossen habe. あの花はアネモネだったんだな。私もルミエル様からアネモネの花をいただいたことがあります。ヴァンドレも誕生日だったのか？いいえ、特別な日ではありませんでした。そうか、進化として働くヴァンドレをねぎらう気持ちがあったのかもしれないな。かもしれません。ルミエル様はそんなお方でしたから。Stimmt, gegen sie haben wir letztes Mal gekämpft. Ich habe mich mit der Kampagne verletzt. Ich habe mich mit der Kampagne verletzt. Okay. So. Ich und Temera, alles klar. So, wer supportet noch?
次はどこの族を退治しに行くのですか？今回は本当にお肉を食べるだけだよ。狩りがうまくいったから神竜様におすそ分けしたいなって。そうだったのですか。では喜んでご一緒します。もうお腹いっぱいで動けません。ですがとても美味しかったです。ミスティラ、ごめん神竜様、今日は本当に食事のお誘いだけだったんだけど、いつの間にか私たち囲まれちゃったみたい。Ja, warum tun wir im Öffentlichen ja grillen, ne? Na klar, hat irgendjemand angelockt wird, ne? Nachdem der Support vorbei ist, Danira und Chimera sind tot. Das wäre irgendwie voll lustig, wenn Charaktere in einem Support draufgehen könnten. Wow, da war der A-Support. Ein bisschen komisch. Uli Goludia. Okay. Ivy immer noch. Oh, Ivy, ja. Okay. Ivy, wa douste watashi no koto o kamisama to iu no desu ka? Watashi ga ichiban tsurakatta toki. Tayotta zonzai ga shinryu sama datta kara yo. Anata wa watashi no kokoro no sasae. Masashiku kamisama datta wa. Nani ka tsurai koto ga atta no desu ka? Watashi o torimaku sekai wa yōshōji kara kitanai mono bakari datta kara.利己的な思惑が渦巻くイルシオン城内、汚い裏工作や嫌がらせも日常茶飯事。何より最悪なのが、そんな汚い渦の中心にいたのが私の母という事実。アイビーの汚い大人たちは表では着飾り笑顔を見せ、裏では平気で共闘し合う。大嫌いだったわ。あの空間も、あそこにいる連中も、そんな時に私の心の支えになったのが神竜様よ。どうして私だったんですか？最初はただの反抗心だったわ。みんなが邪竜を信仰する中、秘密裏に神竜を信仰する些細な抵抗かもしれないけれど、その頃の私には大きな意味があったの。神竜様を思えば思うほど、この人たちとは違うと意識できたから。どんな形にせよ、アイビーの力になれたのならよかった。Ich nehme einfach Credit für weiß gut, was hier passiert. 言われるととても恥ずかしいわ。あなたは私の神様なの。もう少し主張してもらいたいものね。わかりました。気をつけますね、神竜様。今でもあなたは私の心の支えよ。ありがとう。Okay. Ich möchte sowieso nicht verbinden, ne? Diamant, Alfred. Was geht? Alfred Oji.Ich weiß nicht, warum ich das jedes Mal sage, wenn Diamant auf dem Screen ist. Ah, Kimi, ich habe dich gebeten, aber es war ein Unfall. Ich wollte gerade meinen Körper bewegen. Ich würde mich freuen, wenn du mich besuchst. Gut, dann zum normalen Ort. Ja! Was? Noch!Freut mich, wer von denen von der Story her stärker ist. Diamant, ne?
時間であった。しかし、他国の王子と戦場以外で剣を交えることになるとはな。しかも笑顔でいい汗をかきながらね。不戦同盟を結んでいるとはいえ、こんな日が来るとは思いもしなかった。だが、ich habe übrigens schon immer gewundert, ob Leute wirklich mit irgendwie mit echten Waffen trainiert haben, so Sparringskämpfe gemacht haben. Ne? Meine Erklärung war irgendwie, dass die irgendwie mit sehr stumpfen Waffen oder so gekämpft hätten. Ne? Weil da kann ja jedes Mal irgendwie so ein Unfall passieren, ne? Wenn die mit ihren echten Waffen irgendwie so einen Sparringskampf machen. Ne? Was einmal eine falsche Bewegung und schon ist der Kopf von jemandem ab. Deswegen stelle ich mir vor, so im Mittelalter und so, die Leute haben bestimmt irgendwie mit unglaublich stumpfen Waffen oder so gekämpft, ne? Weil in Japan haben sie ja so Bambusschwerter, ne? Ich meine, die tun auch zwar höllisch weh, wenn du damit getroffen wirst, ne? Weil Bambus halt super hart ist, ne? Aber ist immer noch besser als ein echtes Schwert, ne? Lieber einen blauen Fleck als irgendwie einen Arm zu wenig oder so, ne? So, dann haben wir noch Lapis, alles klar. Nun gib mir heute so viele Geschenke heute. お礼を言うのは私の方です。私はずっと自信がありませんでした。でも神龍様のおかげで気づいたんです。工作の腕を褒めてくださった時にもっと堂々としていいんだって。その通りです。ラピスは本当にすごいんですから。この前、彫刻を作る速さには本当に驚きました。 私にも何か工作を教えてもらえますか？では、熊手を作りましょう。熊手、一体何に使うんですか？芋の収穫です。芋？芋といっても種類はたくさんあるんですよ。じゃがいも、さつまいも、山芋にブロディア芋。名前こそブロディアですが。 分布は全世界的です。これは青い場所で咲くね。すごいです。まあ、それは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 、それ
Ah, guck mal, ne? Ja, rückblickend betrachtet bringt da jetzt eigentlich nichts hier reinzuwerfen, ne? Ah, oh, jetzt weiß, ne? So. Ah, komm, reicht, ne? Ein Donner. Reicht. Ja, nach dem Kampf. Nach dem Kampf sind wir fertig mit dem Spiel. So, dann müssen wir einmal was essen, ne? Unser letztes Abendmahl hier, ne? Okay, einige Charaktere haben noch irgendwie so Sachen zu sagen, ne? Weil die haben irgendwie, die haben so blaue Sprechblasen. Das heißt, die haben irgendwie storymäßig irgendwie was zu sagen, ne? Aber selbst da hat man schon irgendwie so gemerkt, hier geht's schon so in dem ins Finale rein, ne? Die letzte Schlacht, hm? Wenn wir gewinnen und wir werden gewinnen, lehnen wir uns zurück und genießen den Frieden. Ja, also hat sind schon eindeutig genug, ne? Dass wir hier im finalen Kapitel sind, ne? Oh, ist gar keiner mehr hier am Umlaufen sich gerade. So, dann gehen wir noch einmal kurz was phrasen. Osado. Warst du ein guter Koch oder nicht? Ich weiß es nicht. So, und dann gucken wir mal, ob ich noch mit jemandem hier einen A-Rang hier raushauen kann. Ne? So, Etty, Madeleine, Nell und John. Ne? Ich glaube, leider nicht. Ja, ich habe mir schon gedacht, irgendwie so mit Madeleine und Nell wird, glaube ich, nicht mehr möglich sein. Ne? Madeleine und Nell vielleicht, ne? John und Nell. Hm. Ja, nee, die haben gar, hier hat nie, hier kann niemand mit niemanden supporten, leider. Hm, schade. Zerkow, Zerkow fehlt noch. Zerkow von John, ne? Oh. Klar, warum nicht? Luftige Pfannkuchen, cool. Magie und keine Magie und Resistenz. Und Salz, boom, boom, boom. Obst. Komm. Noch ein paar. Noch ein paar Supports. So zum Abschluss. Zum Grünen. Ich muss den Leuten übrigens verdammt viele Geschenke geben, damit ich den A-Rang freischaltet habe. Ah, hab ich mir schon gedacht. So. Oh. Sehr gut. Sehr gutes letztes Mal. So, nein, die Spenden. Obwohl. Salz. Ja, jetzt habe ich ja Punkte, die hätte ich schön verbrauchen können. So, okay. Die Sache ist die, ich habe irgendwie versucht, ich bin zur Weltcard gegangen, ne? Und das Spiel hat mir gesagt, hör mal, du musst zum Balkon gehen, ne? Und guck mal da oben, ne? Da ist jetzt was Neues erschienen, ne? Und als ich das mal kurz angesprochen habe, hieß es schon Z-Letz-Kampf, ne? Und ja, das ist, glaube ich, schon ein bisschen offensichtlich, ne? Also, wir werden jetzt hier mal. Okay. Wir jetzt mal hier speichern. Das hier ist der Speicherpunkt vor all dem, ne? Deswegen machen wir jetzt hier einen Speicherpunkt, ne? Damit ich den Ring nochmal neu verteilen kann. Ich habe erst gedacht, ich muss wieder den finalen Kampf spielen, ne? Ich weiß ja nicht, ob irgendwie nach dem Durchspielen, ob man irgendwie im Hauptmenü irgendwie so die Supports irgendwie alle freischalten kann. Das ist normalerweise in Fire Emblem so. Da kann man sich dann die Supports noch mal anschauen, ne, mit jedem Charakter, die man freischaltet hat, über verschiedene Spieldurchläufe, ne. Da wäre dann sozusagen dazu da, damit man die sich angucken kann, ne. Im Moment ist im Hauptmenü nichts und ich glaube, da wird auch nichts mehr kommen, weil in Fire Emblem Three Houses war halt schon von Anfang an freigeschaltet, ne. Man konnte sich schon von Anfang an alle Supports anschauen. Also vielleicht wird das nach dem Durchspielen freigeschaltet, vielleicht auch nicht. Ich hoffe ja, weil sonst müsste ich nämlich immer in den Spielstand reingehen, um mir die Supports anzuschauen. Ne? Und das ist ein bisschen nervig. Das ist eine sehr nervige Mechanik in einigen Fire Emblem Spielen.
Ich hoffe, das wird nicht so der Fall sein. Beim Fire Emblem Fates und so auch so. Aber das hat irgendwie den Grund dazu, weil man irgendwie war ja nicht seinen eigenen Charakter erstellen konnte, ne? Und der hat hier jetzt mal anders ausgesehen und da muss man halt mit dem Hauptcharakter für jeden Charakter irgendwie, weil nicht hier einen extra Support herstellen, ne? Weil der kann ja immer anders aussehen. Weil hier gibt es ja nur eine männliche und eine weibliche Version, ne? Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass es schwierig ist. So, wir haben alles erledigt, ne? Das heißt, wir gucken uns jetzt noch mal an, was jetzt als nächstes kommt, ne? Und dann. Durch das Portal in eine andere Welt gehen. Okay. Ja, machen wir das. Ja, dann sehen wir uns noch an, was jetzt kommt, ne? Und den Kampf, den machen wir beim nächsten Mal oder fangen wir beim nächsten Mal an. Dann sehen wir ja, was uns erwartet, ne? Ich werde sterben. Das kommt mir ein bisschen so mitten aus dem Nichts, ne? Ich habe das Gefühl, da wurde jetzt einfach nur so eingeführt, um ein bisschen Drama zu erzeugen. Ich finde, das hätte jetzt nicht irgendwie sein müssen, ne? Erinnere mich irgendwie an Final Fantasy 10 mit am Ende den mit dem Bestias, wo die auch alle verschwinden. Aber das war irgendwie schon von Anfang an, so ab der letzten Hälfte des Spiels, dann irgendwie schon irgendwie so angedeutet. Das hier wurde wirklich im letzten Kapitel erst angedeutet. Diese Szene wäre so merkwürdig, wenn ich die ganze Zeit jemand anderen ausgerüstet hätte, wie Ike oder so, ne? Ich weiß, dass ich dir viel bedeute, auch wenn du mich überhaupt nicht benutzt hast. Was gar nicht so weit von der Wahrheit entfernt ist, irgendwie der war ja irgendwie die Hälfte des Spiels irgendwie gar nicht verfügbar. Das ist
ても綺麗。でもすごく寒い。なぜ貴様らがここにいる。サンブル。パパ。たどり着けぬはず。いいな。生きておらぬはずだ。貴様らを見くびっていたようだな。サンブル。あなたを止めに来ました。この世界を救うために。ならば元いた地に戻り。扉を閉めるがよい。矮小な大地の平穏などくれてやる。世界からは我がいなくなり、我は異界へと旅立て。双方利のある結末ではないか。ehrlich gesagt ziemlich voll ふざけないでください。再びエレオス大陸を襲わないと、yeah, okay. 信じられるとでも。それにあれだけの犠牲を出した存在をこのまま野放しにはできません。私たちがここで倒す。あなたの望む異界への進行は阻止します。ほう、我の願いは異界への進行などという陳腐な言葉で語られるか。違うのですか。違いはせぬ。だが家庭でしかない。我の真の望みは開口だ。ゼロ番目の紋章師との。ゼロ番目の紋章師。そんな存在聞いたことがない。であろうな。その紋章師は正確にはこの世界の存在ではない。そして我もソンブルがこの世界の存在ではない。扉の先には無数の異界がある。我が故郷はその中の一つだ。そこではまた別の紋章師たちが権限され、指輪を求め争いが起きていた。我が一族は戦に敗れ、指輪の力を得た敵勢力は一族を抹殺した。まだ幼かった我だけは慈悲をかけられ、異界へと追放されたが。異界。このエレオス大陸のことか。あ、なんか、これは irgendwie nicht so。すべし争いのない世界。そこで平凡に生きることを願われたのだ。じゃあ、まあ、den hat alles zu verdanken。Danke。その時、密かに持っていたのだ。一つの指輪、一人の紋章師を。それがこの世界のものではない。ゼロ番目の紋章師。我の力では意思の疎通は叶わなかったが、元いた世界では礎の紋章師と称されていた。その逸話はただ一人で戦い、ただ一人で野望を成し遂げたもの。脆弱で孤独だった我はそのもののあり方に惹かれた。ただ一人この世界に閉じ込められ、家族も仲間も持たぬ我の唯一の励ましであった。その紋章師はおそらく強大な力を持っていたんだね。もともと存在していた世界から移動なんてしたら普通は消えてしまう。異界で姿を保っていたのなら並大抵の力ではない。ですが開口を望むということは、その紋章師は消えたのですよね。エレオスに来て幾年が過ぎ、人間が我を見つけた頃にな。人間たちは我を哀れに捨て子と思い世話をした。我は初めてこの世界のものとのつながりを得た。それから hatte er schon immer leuchtende rote Augen. 紋章師は消えた。diese dämonische Stimme. 指輪だけを残して異界のものと縁にしを結んだ我を見かけた。 ganz schön naiv von den Leuten. 我は絶望し、悔やみ、そしてその村を生き
一人で良いと、あの紋章師のように一人で野望を成し遂げると、元いた異界に戻り復讐をするために、ただ一人で戦い、思いを誰とも分かち合わず、気の遠くなるような歳月をかけ駒を増やし領土を広げ、気が熟した頃戦を仕掛けた。千年前の戦争はそういうことだったんですか。でもパパはこの世界で一人ではなかったわ。ママはあなたを心から愛していた。サムネ ist einfach aufgewacht und hat Gewalt gewählt。信徒のみんな、死んだ他の兄弟たち、セピアもグリもマロンもモーブも。Der ganze Kampf nur noch dazu da, irgendwie den davon zu überzeugen, dass er ein guter Typ ist.処分してしまえばなかったことと同義だ。だから殺したっていうの？みんな私たちにも死んでほしいと思ったの？ああ、ひどい。紋章師は本当にあなたを見限って消えたのですか？何？礎の紋章師が本当に一人きりで戦った英雄なら、その孤独を誰よりも分かっていたはずです。追放されたあなたを心配してそばにいたけれど、この世界の存在と絆を結んだ姿を見て安心して消えていったのではないですか。あなたが誰かと絆を結ぶことを誰より望んでいたのではないですか。貴様にあの紋章師の何が分かる。分かりません。もういないのなら、何も伝えず消えてしまったのなら、その紋章師の真意は誰にも。あれ、あとからめ。ダム。もうざまやな、おすすめやば。ならば会いに行けばよい。探すつもりだった。このいい。だって、僕も来週、irgendwie war ja nicht so。neues Emblem zu Gesicht。礎の紋章師はもうどこにもいない。消えてしまった以上、この先どれほど探しても無駄だ。元になった存在に出会うことはできるかもしれないが、紋章師とは、元になった英雄とは別のもの。その紋章師自身に会うことは二度とできない。黙れ。あなたの無念は理解できます。ですが、野望のために全てを犠牲にするなんて、自分の子さえ、世界さえも滅ぼすだなんて、間違っています。黙れ。貴様らには分からぬ。あの者がいなければ我は何者にもなれなかった。何の力も持たずに虫けらのように死んでいた。貴様らのように群れで吠えるしかできる下船と違い、あの者は孤高で気高く強かった。この我に生きる意味を、ただ一人で戦い復讐せよとの啓示をくれたのだ。紋章師は世界の破壊は望まない。それは君の勘違いだ。僕たちは神竜との絆に従い、世界を良くするための力を授けに来たんだ。それを悪しきことに使うのは見過ごせない。Aber wir wissen ja nicht, wie die Regeln in anderen Welten sind, Marv. Ich stelle mich gerade ein bisschen über die Regeln von anderen Welten. Jetzt, この時が来たのだ。我が数千年の悲願、阻むならばここで果てよ。来ます。みんな戦闘準備を。Wir sind auch hier. Okay. Ja, jetzt redet hier die ganze Zeit von irgend so einem Emblem, ne? Und ich habe gedacht, wir finden vielleicht heraus, wer das ist. Vielleicht ist das irgendwie ein cooler Charakter von Fire Emblem, ne? Naja, sieht nicht so aus, als würden wir das herausfinden, ne? So, 14, oh Gott sei Dank. Ich habe genau 14 Charaktere. So, das ist eine ziemlich kleine Karte. Was ist der Haken? Boah, ich habe das Gefühl, das wird hier
Was? Götterfaust. Hey, warum habe ich keine Götterfaust? Giftzahn. Hey, warum habe ich keinen Giftzahn? Habe ich Waffen verpasst? Wo habe ich die denn verpasst? Nova. Fragarach. Eine legendäre Axt. Okay. Nerd Obscurity. Sombron. Dunkler Geist. Zu Beginn einer Runde reduziert die Benutzerzahl von Gegner von 2 Fällen um -1. So. Sombron, der Dämonendrachenkönig. Eine bösartige Kreatur, die eine immense dunkle Macht besitzt. Dämonenkönig, ich möchte mit eisernem Griff über die Welt herrschen. Nutzt dunkle Künste, um Zerstörung zu sehen. Ich meine, er kann sich einen Drachen verwandeln. Also jetzt wissen wir ja, ne? Also das wird hier neben Leben alles sein. Das wird so irgendwie mal nicht so die erste Phase oder irgendwie sowas sein, ne? So, was ist das hier? Stärkung, alles klar. Stärkung, alles klar. Also ja. Wir haben ja nicht viele Gegner, aber die Gegner, die wir haben, sind relativ, ja, die sind schon heftig, ne? Physische Angriffe 77. Ich meine, ich kann Lapis da reinpacken, ne? Und sie blockt diese Leute, ne? So werden wir halt wahrscheinlich machen, ne? Haben wir ein paar Schwertkämpfer, 43 und 60. Also da mache ich auch screen. Ich wollte ja sowieso einen Schnitt machen, ne, bevor wir in den Kampf hier reingehen, ne? Also meine Strategie ist dann, guck mal, wieder in unsere Seele rein guckt so. So gut. Ich werde mich dann ja so ein bisschen, ja. Gut, ich werde mich dann hier so, weil nicht so ein bisschen platzieren, so gucken, was ich hier mache, ne? Und dann sehen wir ja, ne? Security hat nur 1 und 2. Ich könnte eigentlich auf den losgehen, ne? Ich meine, Erfahrungspunkte sind ja sowieso nicht mehr wichtig, ne? Das ist der letzte Kampf. Gegner hinterlassen auch nichts, ne? Problem ist nur, ich weiß halt nicht, wie es hier weitergeht, ne? Was hier nach noch irgendwie kommt, weil das ist neben dem alles. Wenn wir jetzt noch so richtig rund gehen, ne? Ja, ich habe den gleichen Charakter wie vorher, ne? Ich werde mich hier offscreen so ein bisschen hier gucken, wie ich meine Leute so platziere, ne? Was ich mit dem mache und so, ne? Und ja, dann gucken wir mal, wie ich das handhaben werde im nächsten Part, ne? Gut. Das war's aber für heute, ne? Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich voll freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder beim letzten Kampf oder beim Anfang des letzten Kampfes. Tschüssikowski.